Dann schauen Pi mal Daumen, wie die Zeit so ausreicht. Weil wir ja eben Studenten sind, die noch was zu tun haben. Also wer von euch auch eine Ausbildung oder Student ist, der weiß, so vorm Semesterende, was ja Anfang Februar für uns ist, Ja. meinen alle Dozenten nochmal ordentlich ein paar Prüfungen uns aufhalten zu müssen. Vor allen Dingen, die beginnen dann so, man munkelt direkt mit dem ersten Tag der Semesterferien. Man munkelt nicht, das ist so. Genau. Ja, harte Zeit. Korrekt. Aber ihr seht ja, es kommt trotzdem ordentlich was hoch, also sollte das für euch kein Thema sein. Euch wird es nicht so stark beeinträchtigen, aber halt, wenn wir mit dem ganzen Kladderadatsch fertig sind, Könnte wird wahrscheinlich sich mehr kommen. ganz genau. Aber momentan sind halt die Hauptprojekte, die halt am Laufen sind, die seht ihr dann noch aktiv. Alles andere wird dann ein bisschen knapp. So. Ich hab fast ein Stack Rinder, Fleisch. Achso, Ich ich würde habe mal. gerade gedacht, du hast einen Stack Rinder. Boah, 64 Kühe. Ja, hatte ich glaube ich gerade. Die habe ich aber alle abgemurkst. Ja, ansonsten, Michi, du baust deinen Turm da weiter, ne? Korrekt. Ich komme dich mal besuchen. Ich bin momentan unten am Sand sammeln. Also ich bin gerade nicht auf dem Turm drauf. Sonst natürlich immer, was habe ich denn? Kohle habe ich dabei. Warum habe ich Kohle dabei? Was habe ich denn? Irgendwas Sinnloses dabei. Ich könnte meine Schaufel eben schrotten gehen. Ja. Ich gehe meine Schaufel eben schrotten. Ansonsten, ich muss mir jetzt noch ein Projekt mal kurz überlegen, was ich jetzt hier als nächstes mache. Kacke, ich habe zu viel Schrott dabei. Ach komm, scheiß auf die Schaufel. Keiner Ich braucht glaube, Schaufeln. ich gehe den Nether. Nein, dann sterbe ich wieder. Ich gehe erst Nee, wieder nee. in Nether, aber habe ich keine Eisen. Ah, doch. Ich gehe auch erst in den Nether, wenn ich das enchanted habe. Korrekt, sehe ich das nämlich auch. Ja, 35 Level, die will ich jetzt nicht wieder zum Teufel jagen. Man kann vielleicht schon erahnen, was ich mit dem Sandstein machen möchte, weil ich eben schon damit angefangen habe. Was denn? Ich hab's nicht gesehen. Den Weg bauen zu meinem. Ich will das jetzt mal wirklich so machen, dass das auch nach was aussieht und nicht nur einfach nur dahin geklatscht. Dieser Vorweg da zum Turm. Und dafür sammle ich mir gerade Sandstein. Zum Glück kann ich hier sogar Sandstein direkt abtransportieren, weil da hier welcher ist. Jupp, jetzt ist meine Axtgeschichte. Das hat genau gepasst. So. Nee, und dann kommt Walking Dead. Das passt eh so. Wie so eine Art Serie wird das dann sein, wenn ich das spiele. Von daher passt das eigentlich ganz gut. Ist eine Serie. Ja. Ist als Spiel sogar auch so theoretisch eine Serie. Wird ja auch in Episoden rausgebracht. Genau, in drei, glaube ich, oder? Ja. Also das ist cool. Es könnten auch mehr Folgen sein. Also wenn mehr, habe ich auch nichts dagegen. Aber das werdet ihr dann bei uns auf dem Kanal sehen. Da freue ich mich drauf. Ich bin nur noch am überlegen, wie lang die Folgen so werden. Viertelstunde, 20 Minuten so im Dreh. Vielleicht wird es auch eine Viertelstunde wie Minecraft. Mal So, schauen. ich verpiss mich wieder nach Hause, es wird dunkel. Korrekt, ich bin schon zu Hause. Ich warte auf dich im Bett. Oh Okay, das klingt ja. pervers. Willst es doch auch. Oh ja. Würdest du bitte da weggehen, danke. Bin ich schon weg. So. Kleinigkeit trinken ist immer wichtig. Alter, ich hab voll die Zockerhornhaut an meiner linken Hand, am Arsch. Nix kommt nix. Hey, das ist nicht mal. Ach, das ist Diamant. Ich habe mich gerade gefragt, what's das? Pack mal ein bisschen sinnlosen Kram. Wobei die Kohle brauche ich eigentlich immer. Nichts geht ohne Kohle. Ohne Moos nichts los. Ja. So ist das. Korrekt.
Also wie viele Kackregale braucht man denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich google. So. Nein, googeln! Was fällt dir ein? Ich suche natürlich im Internet, ohne irgendeine Suchmaschine zu benutzen. Suchmaschine? Was ist Suchmaschine? Verzauberung. Fuck. Solche bösen Wörter, sagst du? Ja, ich mach einfach Pieps. Gibt's auch, wenn. Aha. Warum ist unsere Tür so mega ausgeleuchtet? Ja, damit du die findest. Auf jeden Fall. So. Ich lasse jetzt, glaube ich, einfach mal offen, weil wenn wir dann nachher verzaubern, dann können wir direkt gucken. Also ich kann die Sache auswendig, aber ich weiß ja, also, ne? Guck ich mal, wie viel Schaden ich dann mache zum Kack. Ich kann die Sachen leider nicht auswendig, aber das ist nicht so schlimm. Wir werden auch. Ja. Kleiner Funfact, wusstet ihr, dass beim Enchanten so komische Schriftzeichen? Und das ist eine zufällige Anordnung aus Wörtern aus einer Liste, die aus dem Standard galaktischen Alphabet des Commando Keen Spielreihe. Also Commander Keen kennt man ja vielleicht, also ist ein bisschen älter schon die Spielreihe. Ja, und da gab's halt dieses Alphabet. BTF. Oh. Genau. Das wusste ich nicht. Und da wurde das übernommen, so als eine kleine Anspielung. Weil irgendwie, nicht Notch, sondern... Notch macht das ja gar nicht mehr. Der hat das ja an einen anderen Typ weitergegeben. Hallo, Notch hat genug Knete hier mitgemacht. Ich hoffe, das reicht dem. Herr Notch geht's ja, ist ja, der macht ja ganz viel. Der macht ja so im Moment ja an... Der ist an einem neuen Projekt. Ich hoffe, das war an einem Rollenspiel oder so. Ja, so ein Kartenrollenspiel oder sowas wegen nicht. Also... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, also... Ich glaube aber, du meinst das Richtige, weil ich bin auch der Meinung, das so gehört zu haben. Na egal. Keine Informationen preisgeben, wo wir eh keinen Plan von haben. Ja. Wir können nicht in die Köpfe der Entwickler schauen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, genau, der ist nämlich so ein heimlicher Commander Keen-Fan. Und deswegen dachte er, ich mach was Lustiges. Ja, und hat halt dieses Alphabet reingenommen. Er hätte auch Klingonisch nehmen können, das wäre, also das kennen wahrscheinlich mehr Leute von euch. Ist genauso nerdig, das kommt ungefähr auf dasselbe Niveau aus. Aber boah. Es gibt ja Leute, die können sogar Klingonisch sprechen, ne? Ja, ich weiß. Das ist richtig. Traurig. Ach wieso? Es gibt doch Leute, die meinen, sie könnten Elbe sprechen oder so. Das ist was ganz anderes. Der Ring ist geil. Korrekt. So. Das ist übrigens verdammt anstrengend, wenn ich jetzt diese komplette... wir wollen ja so eine Art Dorf machen, wenn ich jetzt das komplette Dorf mit Sandstein betoniere. Das könnte ein bisschen sich entziehen. Warum ist denn hier... Wasser? Du brauchst Sand, ne? Ja, ich brauche viel Sand. Also wenn du was abarbeiten möchtest, tu dir keinen Zwang an. Ich glaube, wir bräuchten mal eine Wüste. Dafür. Korrekt. Mir ist gerade aufgefallen, der abgearbeitete Sandstein sieht irgendwie besser in der John Smith-Dings aus wie das Originalstein. So, ich habe jetzt mal einen komischen Fluss da weggemacht, damit das nicht so hässlich da fließt. Ja, ich werde das hier gleich zumachen, da kommen auch gleich Fackeln und so weiter. Der Weg sieht eigentlich echt schön aus. Oh fuck, eigentlich muss ich das alles mit Sandstein machen, dann sieht das echt hässlich aus. Wo habe ich meine... Habe ich Holz? Hast ja noch Zeit. Ja, und ich habe Holz, Gott sei Dank. Alter, Gold sieht voll aus wie weiße Schokolade, weißt du? Sieht gar nicht aus wie Gold. Aber weiße Schokolade ist cool. Ja, ich mag weiße Schokolade, die einzige, die ich mag. Na, kommt drauf an. Also ich mag Milta. Ich mag jetzt Milta nicht so gern, sondern die Ben-Schokolade dann richtig geile. Milka ist aber auch eine gute, eigentlich. Ja, Milka ist ganz gut, aber ist halt so. Boah.
Ah, wir müssen uns zum abermillionsten Mal irgendwo anders hochbauen. Ich pflanze mal hier ein paar Bäume, damit das hier nicht so leer aussieht. Auf dem Berg von mir oder generell? Auf dem Berg kann ich eigentlich bei dir auch mal übersetzen. Du könntest auch mal anfangen, Boden zu betonieren für uns. Boden zu betonieren? Für was denn? Wenn das ein Dorf sein soll, will ich nicht auf Dreck laufen. Boden ist für mich Dreck. Ich find Dreck voll geil, ey. Ist doch authentisch. So, Ich muss mir gerade mal ein Projekt überlegen, was ich machen. Ein Haus wäre langweilig, ich habe gerade keine Lust. Boah, ich habe gerade echt Panik gehabt, abzustürzen mal wieder. Wäre nicht das erste Mal gewesen. Kennt man von dir. Korrekt. Fuck. Ich finde das irgendwie irritierend, dass jetzt immer, wenn ich ein Item in die Hand nehme, dass das draufsteht. Ich sehe auch selber, was das ist. Korrekt. Ich habe es ja dahin getan. Ich könnte eine Villa bauen. Also ich werde wahrscheinlich ein Gebäude nur aus Sandstein bauen. Dem hier hinter. Irgendwo. Ach, ich weiß noch nicht. Ich baue jetzt erstmal das Ding fertig. Also ich muss ja mindestens bis in die Glasebene kommen, damit das dann... Alter, das ist so hässlich. Dann hat dieser... Ach, verdammt. Stein hat auch noch Verfärbungen. Also in dieser Mod hat der Stein dann Verfärbungen. Das ist blöd. Das ist blöd. Boah, fuck. Ich brauche noch so viel Stein. Scheiße. Wie viel habe ich denn? Ah, ich habe ja noch... Ach, fuck. Das ist normaler Cobblestone. Ja, egal. Ich kann ja eben mal runterklettern und dann normalen wiederholen. Eben mal runterklettern. Leichter gesagt als getan. Oh, da brennen wir uns halt wieder neuen Stein. Ich hab doch bestimmt hier auch noch welchen. Ach, das wollte ich nicht. Egal. Was mache ich denn jetzt? Hier ist auch noch, da kann man auch noch brennen. Hier ist auch noch, da kann ich noch Cobblestone reinpacken. Bisschen mehr vielleicht, das ist leer. Hier kann ich auch noch Cobblestone reinschmeißen. Ja, ich habe eigentlich eine ordentliche Anzahl. Ich sollte mir mal wieder Werkzeug herstellen. Habe ich Eisen? Ach fuck, ich habe das ganze Eisen zu dir gelagert, was ich dabei hatte. Das war intelligent, sehr intelligent. Ich weiß, was ich mache. Ich baue ein Baumhaus. So einen ganz großen Baum, der innen hohl ist. Hab ich so. Ach, ein Baumhaus. Ja, genau. Kein Baumhaus. Ja, genau. Ein Baumhaus. Hahaha, ha, ha. Wortspiel. Ganz genau. Und das heißt, ich muss jetzt erstmal sämtliche Bäume auf die in Minecraft fällen. Korrekt. Ja, hier könnten wir uns so einen Brunnen machen. Das teilt schon fast die Ebene für einen Brunnen. Jo. Das finde ich auch voll geil, die Idee. Gut gesprochen, Taten warten. Ich bin schon dran. Natürlich muss ich das überall auffüllen. Muss ja auch danach aussehen, als wäre das auch was. Ja, wird doch noch lustig, wie Kit dann hier hinkommt. Wir sind ja weit weg von zu Hause. Korrekt. Seit vielen, vielen Folgen. Der hat sich übrigens auch schon darüber aufgeregt, dass wir so weit weg sind. Ja, uns ist letztens aufgefallen, wie lange wir eigentlich schon nur noch zu zweit spielen. Oft spielen. Weil, ihr habt das ja, die ersten Folgen waren wir zu dritt. Wir waren dann sogar waren wir mal halt 5 Folgen lang, glaube ich, zu viert. Ja, genau, waren wir kurzzeitig zu viert und dann relativ schnell zu zweit. Aber ich bin relativ froh, dass wir jetzt weggezogen sind. Einfach so ein kleiner Neuanfang. Ja. Weil das da hinten war ja für alle. Das haben ja ganz viele Projekte anfangen, also. Wir haben viel angefangen, aber nicht viel genau vorangetrieben, sagen wir mal so. Kommst du gleich auch mal hier hin? Warum? Es wird dunkel. Ich sammle mal den ganzen Schrott auf. Okay, hier drin zu schwimmen ist echt widerlich, weil ich natürlich ganz viele Wassereimer hier reingeklatscht habe. Was ein See, du hast gerade so was im Brunnen.